Ja, hallo zusammen, meine Lieben. Zum Start unserer Demo bin ich wie immer verpflichtet, die Auflagen durchzugeben. Wir haben Abstand zu halten, 1,5 Meter. Wir haben pro 10 Teilnehmer einen Ordner zu stellen. Ich habe das Gefühl, dass es noch nicht ganz reicht, aber ich denke, dass ich von unseren begleitenden Polizisten noch eine Zahl kriege, dass ich weiß, ob ich noch einen oder zwei finden muss. Ja, wir haben die Ordner zu stellen. Die Ordner haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur eine Alltagsmaske, die reicht, aber sie darf keine Löcher haben. Wer Krankheitssymptome verspürt, der sollte sich jetzt bitte auf den Nachhauseweg begeben. Kinder, Minderjährige dürfen bei ihren Eltern stehen. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt und einfach noch einmal den Appell. Ihr kennt es, wir haben bisher alle Veranstaltungen sehr gut über die Bühne gekriegt, ohne größere Probleme mit dem Abstand. Lasst uns das heute auch wieder so machen. Ich möchte noch mal für alle sagen und gebt es bitte auch weiter. Wir haben ja eine Homepage, die heißt grundrechte.jetzt. Darauf seht ihr immer die Ankündigungen für unsere Freitagsdemo. Wir haben auch einen Telegram-Kanal, der heißt Grundrechte-Jetzt. Da seht ihr auch immer Informationen eingestellt von uns und auch immer alles Neue. Was auch heute ganz neu ist, spätestens heute Abend werde ich einen Download-Bereich freischalten. Da könnt ihr Dinge, die wir euch ankündigen, runterladen. Und die Karin wird heute schon ein paar Dokumente nachher präsentieren oder ein Dokument in verschiedenen Ausführungen, die dann heute Abend schon downloadbar sind. Liebe Freunde und Bekannte, liebe Gleichgesinnte aus allen politischen Lagern. Ja, wir sind ehemalige Linke, Rechte, Schwarze, Grüne, Gelbe und was es sonst noch gibt oder geben mag. Was uns aus meiner Sicht eint, ist das unbändige Verlangen nach einem Leben in Eigenverantwortung und in Selbstbestimmung. Wir brauchen noch 7 Ordner, ich fasse es kaum. 150 Leute, ich weiß nicht, wo die sind. Einen, zwei. Wirklich 150 Leute. Drei. Vier, fünf. Ja, ich habe auch noch jemanden. Ich habe noch 2 Ordner. Ich bin hier. Ich weiß, sieht man nächste Woche alles so hier. Super, klar. Danke. Genau, machen wir das. Genau, nächste Woche kommt alle mit zum Jäckchen. Also, ich muss sagen, ihr seid einfach spitze. Ja, nochmal einen Applaus. Ja, wir haben alle das unbändige Verlangen nach einem Leben in Eigenverantwortung und in Selbstbestimmung. Ein Leben geprägt von Toleranz zwischen den gesellschaftlichen Gruppen und zwischen den Generationen. Ein Leben voller Verantwortung gegenüber unserer Umwelt, unserer Schöpfung. Wir wollen und werden uns nicht von einer Gesundheitsdiktatur beherrschen lassen. Vielmehr wollen wir gesunde Lebensmittel und keine Genveränderten. Und somit auch keine mRNA-Impfstoffe. Wir streben nach einem gesunden Immunsystem durch eine gesunde Ernährung, durch eine adäquate Lebensweise und einer positiven Grundeinstellung zum Leben. Ohne Furcht vor dem Tod oder gar dem Leben, wie es jetzt sehr viele Menschen haben. Wir streben künftig eine Lebensweise an, die dem Leben förderlicher ist als die alte Lebensweise vor Corona. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wir sind vor allem auch hier, weil wir uns gegen die seit einem Jahr verstärkte Außerkraftsetzung unseres Grundgesetzes wehren. Wir wehren uns gegen die Einschränkung der ersten 20 Artikel unseres Grundgesetzes, insbesondere der folgenden Artikel. Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Lappen in unseren Gesichtern ist damit ebenfalls nicht vereinbar. Artikel 2. Das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit. Es werden gesunde Menschen mit massivem Druck geimpft und damit großen, zum Teil noch überhaupt nicht absehbaren Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Ja, bis hin zu Todesfolgen. Artikel 5. Das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wer sich regierungskritisch äußert, wird angefeindet und diffamiert, in die rechte Ecke gestellt. So muss man sich nicht mehr inhaltlich mit Kritikern wie uns auseinandersetzen. Kritische, aber sachlich und fachlich absolut korrekte Videos werden auf den gängigen Kanälen wie YouTube, Facebook, Instagram etc. innerhalb Minuten gelöscht. Es gibt keinen öffentlichen Diskurs. Medien und Politik haben diesen abgeschafft. Artikel 8, Versammlungsfreiheit. Wir haben eine Beschränkung der Teilnehmerzahlen auf vielen Demos und unannehmbare Auflagen. Und gerade dagegen demonstrieren wir ja auch. Versammlungsleiter werden mit falschen Behauptungen zu Bußgeldern verurteilt. Offenbar will man diese Versammlungsleiter aus dem Spiel nehmen. Artikel 12, das Recht auf Berufsfreiheit. Was passiert mit unseren Gastronomen, Künstlern, Schaustellern, vielen Gewerbetreibenden? Ihnen wird die Lebensgrundlage entzogen, mit nicht nachvollziehbaren Argumenten, ohne belastbare Datenbasis. Anders ausgedrückt, alle relevanten Studien belegen, dass in diesen Bereichen so gut wie kein Infektionsgeschehen stattfindet. Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Unsere Politiker, unsere Medien und die Polizei dringen auf Denunziation. Eine Denunziation, die es in unserem Land seit dem Dritten Reich und der DDR eigentlich nicht mehr geben dürfte. Niemals mehr. Künftig, heute und künftig. Sie dringen in unsere Wohnungen ein. Zum Beispiel wäre ein Grund, weil ich mit meinen drei Kindern und ihren Familien Geburtstag feiere. Was ich natürlich tue. Artikel 20. Sagt was aus über die bundesstaatliche Verfassung. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsgemäße Ordnung. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Unsere Gesetzgebung hat sich mit dem Infektionsschutzgesetz aus dem Spiel genommen. Deshalb nennen dieses Gesetz auch viele Ermächtigungsgesetz. Je länger Kanzlerin und die Ministerpräsidenten in ihrer nicht vom Grundgesetz vorgesehenen Kugelrunde ihre unsinnigen Verordnungen ausbrüten, umso mehr trifft dieser Name auf das Gesetz zu. Die vollziehende Gewalt hält sich oft nicht an Gesetz und Recht, wie massive Polizeigewalt, beispielsweise auf Demos in Städten wie Berlin, München und anderen Städten zeigen. Die Rechtsprechung fällt inzwischen viele Urteile nach politischen Vorgaben und Gefälligkeiten. Unsere Justiz scheint mir nicht ganz unabhängig. Von einzelnen mutigen Richtern abgesehen, wie wir in dem Weimarer Urteil gesehen haben. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Hans-Jürgen Papier warnt in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung am 20.10.2020. Auch wer die Gesundheit der Bevölkerung schützen will, darf nicht beliebig in die Grundrechte eingreifen. Ich werde auch dieses Interview auf unserer Homepage verlinken. So, und jetzt haben wir heute den ersten Teilnehmer, der zu uns reden wird. Das ist der Laurenz. Wir kennen den Laurenz schon von hier. Ich glaube, auf unserer ersten Demo am Maiplatz warst du schon dabei. Hi. Ja, herzlich willkommen. Und du stellst dich selbst nochmal vor. Laurenz. Eigentlich ist es nicht so entscheidend, wie ich heiße oder was meine Vita ist, sondern vielmehr, was ich für Argumente und was ich hier zu sagen habe. Also fange ich gleich an damit. Und darum geht es hier, um Argumente. Also liebe MitbürgerInnen, liebe DemonstrantInnen, liebe PolizistInnen, liebe ErwachsInnen, liebe KinderInnen oder Kinderinnen. Es ist ja fürchterlich dieses überkorrekte Sprechen.
Aber eine Sache ist noch viel fürchterlicher dabei, dass wir damit nicht mehr über das eigentliche Thema reden. Wir reden nicht mehr über die wirkliche Gleichberechtigung, dass Frauen gleich bezahlt werden müssten und dass sie in der Einstellung nicht benachteiligt werden dürften und dass der Mutterschutz ihren Wiedereinstieg in die Arbeit nicht erschweren dürfte, sondern wir müssen es erleichtern. All darüber sprechen wir nicht mehr. Wir sprechen über irgendein Ablenkungsthema, irgendwelche Wortendungen. Und jetzt werden Sie sagen, das ist doch eigentlich gar nicht das Thema hier. Das stimmt, wir sind gar nicht für dieses Thema da. Es tut mir leid, dieser falsche Anfang für so eine Demonstration. Und um das klipp und klar zu sagen, es ist einzig und allein mein Fehler, denn am Ende trage ich als Redner die letzte Verantwortung qua Position. Das ist ein Merkel-Satz aus dieser Woche, gar nicht lange her. Und jetzt spricht die ganze Nation darüber, ist es gut, dass sie den gesagt hat, ist eine Stärke von Politikern, ist eine Schwäche von Politikern. Es ist nicht entscheidend, es ist eine Ablenkung. Wir dürfen uns in solche Ablenkungsdebatten nicht hineinlocken lassen. Wir müssen uns auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Und das sollten wir uns überlegen, worum geht es hier eigentlich? Aktuell geht es darum, um das politische Vollversagen. Traumatisierte Kinder, zerstörte Existenzen, Kultursterben, der wirtschaftliche Totalschaden, der drohen könnte, ein Leben in Angst, ein Leben ohne Perspektive, das ist das aktuelle Versagen. Aktuell heißt seit über einem Jahr. Die Bundesregierung und den Landesregierungen fällt nichts ein, außer Lockdown, Lockdown, Lockdown. Und das haben sie mehrfach bewiesen und das verzeihe ich ihnen nicht. Corona, sagt man immer so schön, ist eine Lupe, ein Brandbeschleuniger, wo man genauer sieht, was die Probleme unserer Zeit sind. Und das aktuelle Versorgen ist umso deutlicher, weil es Jahrzehnte falsche politische Entscheidungen vor sich hatte. Unser marodes Bildungssystem ist nicht in den letzten 12 Monaten entstanden. Eine sich immer weiter öffnende Schere zwischen Arm und Reich, zerstörte Natur und unser krankes Gesundheitssystem. Man hat es hier irgendwo schon lesen können. Letztes Jahr haben wir 20 Krankenhäuser geschlossen. Wir haben Krankenschwestern in die Arbeitslosigkeit geschickt. Wir haben immer noch keine ordentliche Bezahlung für die Pfleger. Wir haben ein Arbeitslosenheer als Sklaven aus dem Ausland, die unter dem Mindestlohn dort in der Pflege schuften. Und die Bundesregierung ist nicht mal bereit, damit genügend Impfstoff endlich produziert werden könnte, wenn das jetzt unser Heiland sein sollte, dafür das Patent zu lockern. Und das sind alles keine Zufälle, das ist kein Versehen. Das ist nicht in irgendeiner tiefen Nacht am Montag entschieden worden, das ist langfristiges politisches Kalkül. Das ist langfristig falsch konzipiert mit den falschen Ansätzen, mit den falschen Vorstellungen und mit den falschen Zielen. Und diese Fehler sind eben nicht aus Versehen und das wollen wir ändern und das ist auch etwas, was wir nicht verzeihen und was wir nicht vergessen werden. Mir geht es hier nicht alleine um diesen einen Virus, der ja schon ganz viele Geschwister bekommen hat, der da natürlich da ist, der ansteckend ist, der gefährlich ist, der tödlich ist. Er ist aber ein Problem von vielen. Er ist nicht mal das schlimmste Problem, das wir haben. Und irgendwann wird auch dieser Virus vorbei sein. Mir geht es darum, wie wir zukünftig leben wollen. Wir wollen nicht in die alte Normalität zurück. Das hatte ich skizziert, wo uns die alte Normalität hingebracht hat. Es geht darum, eine neue Normalität zu schaffen. Wie wollen wir zukünftig zusammenleben? Und die Betonung liegt auf Leben. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie schaffen wir ein friedliches, lebenswertes Leben? Und ein Leben ohne Angst, ein Leben, das sich lohnt, leben zu wollen, darüber sollten wir sprechen und nicht um irgendwelche Kleinigkeiten, nicht von irgendwelchen Nebensächlichkeiten ablenken oder mit Krümeln der Wahrheit abspeisen lassen. Es geht nicht um ein Stück vom Kuchen, es geht um die ganze Bäckerei. Und jetzt bin ich auch schon am Ende des Ganzen. Lasst euch nicht ablenken von irgendwelchen Kleinigkeiten. Achtet dabei
darauf, was ist eigentlich das Thema, worüber sollten wir wirklich sprechen, nicht über irgendwelche Innen, nicht über die Frisur von irgendwelchen Regierenden. Lasst euch nicht von Kleinkram abspeisen und bleibt gesund im Kopf. Boah. Ich singe mal weiter für die alle mein Lied, yeah. Ich singe mal weiter für die alle mein Lied, yeah. Den Nick, steht der irgendwo? Haben wir den irgendwo? Wenn der Nick noch nicht da ist, dann werden wir das Programm einfach kurz ändern. Karin? Bitte? Lass mal. Hallo, liebe Leute, wir sind jetzt für den Werner. Werner hat Geburtstag heute am Mittwoch und jetzt singen wir Happy Birthday. Wenn es denn schafft. Dauert noch ein bisschen. Technik hat Probleme. Wir können es auch ohne Technik, oder? Also singen wir einfach mal Happy. Es kommt. Thank you.
Was soll ich sagen? Ich bin auf jeden Fall geplättet. Ich habe ja schon ein neues Leben begonnen mit 66 Jahren. Dass das zufällig mit Corona zusammenfällt, mein neues Leben mit 66. Okay, herzlichen Dank, ja. Noch wundern, wenn ich erst Rentner bin. Sobald der Stress vorbei ist, dann lang ich nämlich hin. Dann bin ich äußerst lässig, das Haar, das mir noch blieb. Ich ziehe meinen Bauch ein und mach auf heißer Typ. Entrüstet und streng, dann sag ich meine Lieben, ihr seht das Bild zu Ende. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren, da kommt man erst in Schuss. Mit 66 ist nur lang noch nicht Schluss. Meine Güte, wenn das mal meine Ente sehen. Leute. Da wir jetzt das sowieso überziehen, kommt so 5 Minuten auch nicht mehr an. Ich habe 3 Bitten, dass man hier kurz außerplanmäßig was einblendet. Ich würde mit unserem jüngsten Teilnehmer einfach anfangen. Ich bin 11 Jahre alt, ich bin auf dem Fichte-Gymnasium, ich bin befreit und ich wurde letzte Woche Mittwoch vor meinem stellvertretenden Schulleiter, wurde mir gesagt, ich sollte weniger reden, weil ich keine Maske trage. Dann wurde ich weniger drangenommen, habe ich das Gefühl, im Unterricht von mehreren Lehrern und hatte dann das Gefühl, der stellvertretende Schulleiter ist schuld.
Und nehmt es mir nicht übel, wenn ich jetzt nicht die beste Rede hatte. Ich war einmal mit meiner Gitarre auf einer Bühne, sonst nicht. Und ich werde auch von vielen Schülern angesprochen, dass ich Maske tragen soll und dass das ja nicht okay ist. Und mein Klassenkamerad, wir sind Gruppen eingeteilt, erste Gruppe und zweite Gruppe. Mein Klassenkamerad, auch mein Freund, der trägt auch keine Maske, weil er befreit ist. Und aus der anderen Gruppe, unsere Freunde, haben zu ihm gesagt, dass es sehr unsozial ist, wenn er jetzt keinen Test mitnimmt. Was ich dann unsozial fand, dass man sowas zu anderen Leuten sagt, nur weil sie zum Beispiel keinen Test nehmen dürfen. Oder ein Sonstiges. Und vor der Schule, bevor der Unterricht begonnen hat, für die Gruppe 2, ich war Gruppe 1, meine Freunde und ich standen da vor der Schule und haben geredet. Da kam eine Lehrerin aus der Schule und hat zu uns gesagt, dass wir Abstand halten sollen und Maske vor der Schule in der Sophienstraße. Es gehört nicht zur Schule, das heißt, da kann die uns eigentlich nichts sagen. Und hat auch gesagt, wenn wir jetzt keinen Abstand halten, wäre das auch sehr unsozial. Und ja, das ist... Scheiße! Ja, scheiße. Danke, Papa. Und ansonsten hoffe ich für andere Kinder, dass es denen nicht passiert, weil danach geht es einem echt scheiße. Mein Freund ging scheiße, hat den ganzen Tag schlechte Laune gehabt. Ich wollte ihn anrufen, er war draußen mit anderen Freunden, um sich irgendwie die Zeit zu vertreiben. Ich wollte ihm sagen, ob alles, fragen, ob alles okay ist, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Und ich habe ihn nicht erreicht, nur seinen großen Bruder. Der hat von seiner Schule eine Benachrichtigung bekommen, dass er nicht am Unterricht teilnehmen darf, weil er keine Maske trägt. Ja. Mehr dann eigentlich nicht. Danke. Ja. Danke, danke. Ja, den Applaus hat er sich verdient und diesen Mut. Dann würden wir uns, glaube ich, von vielen Erwachsenen auch wünschen. Ich habe 3 angemeldet. Ich halte mein Wort. Zum Reden. Zum Reden Maske abziehen, aber nachher wieder auf. Wir haben hier seit 15 Jahren ein Problem, ja, und das ist keine Diskriminierung euch lieben Frauen gegenüber, aber dieses Problem heißt Angela Merkel. Solange diese Frau nicht recht ist, wird sich nichts, aber nichts zum Positiven wenden, ja, inklusive ihrer Gehilfinnen in der EU. Ja, ich danke Ihnen sehr, das war es auch schon, was ich sagen wollte, und klar, wird man dann festhalten. Ja, danke Ihnen sehr. Da war, glaube ich, noch ein Kollege in zweiter. Hallo, mein Name ist Florian Vogel, genau wie mein Freund vorher. Wir kommen aus der Obdachlosen-Szene und wir haben ein großes Problem. Also wir sitzen natürlich öfter zusammen in gewissen Parks und ich habe Freunde, die haben jetzt durch, weil wir zu fünft auf einer Bank saßen, ein Freund hat 8.000 Euro Schulden jetzt, deswegen. Ich selber habe 400 Euro Schulden, der vorher geredet hat. Gary, wie viel Schulden hast du? 750 Euro. Wir sind eh schon am Existenzminimum, müssen mit Schlafsäcken auf der Straße schlafen. Natürlich sind wir drogenabhängig, aber dafür kriegen wir noch von unserer tollen Merkel-Diktatur noch eine reingedrückt, weil wir zu fünft auf einer Bank sitzen. Die soll,
Und wissen Sie, wie das endet? Wir werden alle jetzt ein paar Briefe kriegen und dann werden wir im Knast sitzen. Nein, werdet ihr nicht. Werden wir doch. Oh, ich habe schon zwei Freunde, die wegen dem im Knast sitzen. Nein, dann nehmen wir Einspruch ein und dann kommt... Einspruch? Ja, haben Sie einen Anwalt, der dagegen Einspruch einlegt? Also ich würde sagen, du meldest dich einfach bei uns. Genau. Ne, das wollte ich einfach mal, dieses Problem wollte ich einfach mal nennen. Obdachlose allgemein werden hier belangt, weil sie zu nah beieinander sitzen und diesen schrecklichen Schnupfen, fast so schlimm wie Männergrippe, aber nur fast so schlimm. Das wollte ich einfach nur sagen. Es ist unfair uns allen gegenüber. Aber dass dann auch die wir von der Unterschicht, wir wo ganz unten angekommen sind, auch noch wegen diesem Schund, den unsere Großkanzlerin Merkel hier verbreitet und in Rumgekungel mit ihren Ministern, während der Herr Spahn sich für 4 Millionen eine Villa kauft. Ne? Tut mir leid, ich wollte es einfach mal nur so sagen, wie es uns geht. Für eure klaren Worte. Das ist das, was ich schon seit Wochen, seit Monaten sage. Die obdachlosen, bedürftigen Menschen werden vergessen. Die Menschen haben Existenzängste. Sie laufen durch die Stadt und trauen sich nicht mehr, andere anzusprechen, um vielleicht nach ein paar Euros zu fragen, dass ihnen vielleicht ein bisschen weiterhelfen würde. Deswegen solidarisiert euch mit den Obdachlosen. Jeder hat irgendwie mal einen Euro in der Tasche oder kann zum Bäcker gehen, eine Brezel holen, die freuen sich wirklich darüber. Und dann geben sie das Geld auch nicht aus für Alkohol oder für Drogen, weil dafür stehe ich nämlich auch nicht. Allerdings dürfen wir diese Menschen nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Und nochmal zu euch drei, es gibt Möglichkeiten, auch ohne Anwalt dagegen vorzugehen. Und das sage ich jedem. Jeder hat das Recht, wenn er einen Bußgeldbescheid bekommt, einen Einspruch innerhalb von 14 Tagen dagegen einzulegen, einen Einzeiler. Und das, was ich bisher mitbekommen habe, ihr lieben Menschen, alle Verfahren sind bisher fallen gelassen worden, die Bußgelder mussten nicht bezahlt werden, die, wo mir bekannt sind. Man muss sich nur wehren. Wir dürfen nicht vergessen, die ganzen Verordnungen sind keine Gesetze. Das ist Punkt 1. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht in die Angst bringen lassen. Danke, das war's schon. Und wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach freitags hier. Karin. Ja, die Karin war ja unsere Kandidatin von Wir 2020. Das heißt aber, nachdem sie jetzt leider Gottes nicht gewählt wurde, nicht, dass sie das Handtuch schmeißt. Sie wird weitermachen. Hallo Karlsruhe. Wenn man diese Geschichten hier so hört, kann man nur eins sagen. Willkommen in Absurdistan. Ja, genau. Es war einmal ein Land in Mitteleuropa. Das hatte eine parlamentarische Grundordnung. Und diese verschwand auf mysteriöse Art und Weise innerhalb eines Jahres und mutierte zur Kungelrunde der Ministerpräsidentenkonferenz. Was dort beschlossen wurde oder besser vorgegeben wurde, entzieht sich mittlerweile jeglicher Logik. Seit 5 Monaten haben wir jetzt wieder Lockdown mit Inzidenzzahlen, die mir so vorkommen, als ob sie von der Lottofee gewürfelt werden. Gut, vielleicht nicht ganz, weil ich habe auch das Gefühl, die Zahlen werden so zurechtgebogen, wie sie die Regierung braucht, um die Maßnahmen durchzusetzen. Nein, die Krankenhäuser werden doch dafür bezahlt, wenn sie Corona... Und da eignen sich natürlich Fälle, die ich in Abhängigkeit von einer Testzahl produzieren kann, hervorragend dafür. Würde man nämlich mit tatsächlichen Infektionszahlen arbeiten, wäre es doch viel einfacher. Meine Anfrage beim Gesundheitsamt blieb bis heute unbeantwortet. Apropos Gesundheitsamt. Ich habe in der letzten Woche einiges an Absonderungs- und Quarantäne-Schreiben gesehen. Allerdings nie
einen rechtsmittelfähigen Bescheid. Also das heißt, man kann ja nur dann dagegen vorgehen, wenn man auch einen Widerspruch einlegen kann. Ich habe bisher nur ganz normale Anschreiben oder noch besser E-Mails gesehen. Aus meiner Sicht müsste es eine richterliche Anordnung oder wie gesagt wenigstens einen Bescheid geben. Ich habe jetzt aktuell einen Fall gehabt, da wurde dann mittels E-Mail die Quarantäne verlängert um weitere 4 Tage, weil es sich um die afrikanische Mutation handelt, wie immer man sie auch festgestellt hat. Übrigens laut Verwaltungsgericht Baden-Württemberg wurde das schon wieder gekippt, allerdings weiß ich nicht, ob das schon beim Gesundheitsamt angekommen ist. Noch eine Geschichte zu Gesundheitsämtern. Eine sehr gute Freundin von mir ist mit Symptomen positiv getestet worden und auf Rückfrage des Mitarbeiters des Gesundheitsamtes, wo sie sich angesteckt haben könnte, fiel ihr zwar kein Kranker ein, aber in ihrer Kundschaft waren frisch Geimpfte. Das teilte sie dann auch der Mitarbeiterin vom Gesundheitsamt mit. Die Reaktion darauf: Es ist uns bekannt, dass frisch Geimpfte positiv sind, aber von oben heißt es, das kann nicht sein. Und wir wissen ja, was nicht sein darf, das nicht sein kann. So, aber zurück zu Absurdistan. Wir dürfen ja in unserer heimischen Gastronomie keinen Kaffee trinken, wir dürfen in unseren Hotels nicht übernachten. Theoretisch dürfen wir aber nach Mallorca fliegen. Mit Test, mit Quarantäne, gestern ja, heute nein, man weiß es nicht so genau. Ich darf im Supermarkt Spielsachen kaufen, aber nicht im Spielzeugladen. Aber vielleicht doch mit Termin, aber vielleicht doch wieder nimmer. Weiß man auch nicht ganz genau. Und so gibt es ganz, ganz viele Bereiche, wo es überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, wo viele sich auch schon gar nicht mehr wissen, welche Regelungen wann gelten. Und das nach einem Jahr Pandemie in Deutschland, nichts Besseres als Lockdown. Und das ist für mich mittlerweile in keinster Weise noch erklärbar. Allerdings habe ich letztens wieder den Spruch vom Herrn Spahn vom letzten April gehört. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Genau, was meint er eigentlich damit? Die Quälerei unserer Kinder mit Maske und Abstand? Die Isolation und Vereinsamung unserer älteren Mitbürger in den Alten- und Pflegeheimen? Den Ruin unzähliger kleiner und mittlerer Betriebe? Oder die Korruptionsaffäre unserer Politiker? Egal, ob mit oder ohne Ehrenerklärung. Ich glaube auch, wir müssen gar nichts verzeihen, sondern wir müssen endlich Verantwortung einfordern. Anklage. Und wer Verantwortung übernommen hat und damit nicht mehr zurechtkommt, der hat halt an dieser Position auch nichts mehr verloren. Und da unser Vorschlag, lasst uns regional damit beginnen. Weil nachdem ja die ganzen Verantwortungen in die Landkreise geschoben wurden über die Inzidenzzahlen, lasst uns die Landräte, die Bürgermeister anschreiben und sie erklären, wie sie überhaupt zu den Maßnahmen kommen. Fordert die Offenlegung der aktiven Fälle, und zwar die nachgewiesenen Infektionsfälle. Wir müssen anfordern, gibt es vielleicht geschlossene Gruppen wie in Pflegeheimen? Weil es kann nicht sein, dass es in den Pflegeheimen Gruppen gibt und dafür die gesamte Allgemeinbevölkerung eingesperrt wird. Dann zum Beispiel so Fragen nach der Positivrate der Tests oder wie viele Tests werden überhaupt pro Woche im Landkreis durchgeführt. Weiter, wie ist eigentlich mit der Richtlinie der WHO über asymptomatische Personen? Da hat ja der Herr Reitschuster schon 7-mal versucht, in der Bundespressekonferenz Antworten zu bekommen, ohne Erfolg. Wie wird der klägliche CT-Wert berücksichtigt? Wie wird zum Beispiel auch der Impfstatus bei positiv Getesteten berücksichtigt? Schließlich hat der Herr Wieler ja ganz klar formuliert, je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden auftreten. Der Werner hat es schon angedeutet, wir werden dieses Schreiben
auf der Webseite hochladen, sodass ihr nur noch das richtige Landratsamt oder Bürgermeisteramt raussuchen braucht und eure Adressen eintragen. Bitte, bitte nutzt diese Möglichkeit. Lasst uns ins Tun kommen. Bitte verteilt es auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Es muss einfach klar sein, dass wir uns das so nicht länger gefallen lassen. Denn die Qualität unserer Entscheidungen bestimmt die Qualität unseres Lebens. Vielen Dank. Unsere Anne mit ihrer hervorragenden Vernetzung hat es mal wieder geschafft, einen ganz bemerkenswerten Mann zu uns zu holen. Und über ihn möchte ich nur sagen, ich erweise ihm meinen allergrößten Respekt. In einem Bericht des Weißenburger Tagblatts heißt es sogar, auch der Verfassungsschutz hat ermittelt. In meinen Augen adelt ihn das in besonderer Weise. Heißt es doch nichts anderes, als dass unser Staat sich durch seine unerschrockene Art, seine Bereitschaft, sich trotz absehbarer, großer und negativer Konsequenzen für ihn persönlich in der Aufrechterhaltung seines Lügengebäudes bedroht fühlt. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach selbst vor. Ja, hallo, mein Name ist Bernd Bayerlein, suspendierter Polizeibeamter. Wenn mir mal vor einem Jahr einer gesagt hätte, ich halte am Sitz vom Bundesverfassungsgericht eine Rede, hätte ich das natürlich nicht geglaubt. Jetzt bin ich froh drum. Auch wenn die Teilnehmerzahl und für Karlsruhe muss ich sagen, ein bisschen dürftig ist. Ich hätte mal mehr erwartet, aber ich habe die Gründe schon erfahren, warum. Egal. Ich freue mich, hier zu sein. Ich möchte vorwegschicken, dass alles, was ich sage, meine Privatmeinung ist. Und ich bin für die Polizisten für Aufklärung unterwegs. Wir haben ja diesen Verein gegründet. Um eben auf diese schreckliche Situation aufmerksam zu machen, um aufzuklären. Und auch wenn es so manchem nicht gefällt, unter anderem insbesondere der Gewerkschaft der Polizei, die uns ja als verfassungsfeindlich hält oder für verfassungsfeindlich, ich kann es nicht nachvollziehen. Wir haben auf unserer Homepage beispielsweise die jetzt gerade ein bisschen umgestaltet wird, stehen, dass wir auch in Sachen Menschenrechtsanwälte unterwegs sein sollen. Das ist also im Sinne von der UNO-Resolution 53/144. Das heißt, wir setzen uns natürlich für den Schutz der Menschenrechte ein und wollen diese weiterhin auch fördern. Von daher ist es ein klarer Widerspruch zu dem, was manche über uns denken. Wir wollen mit unserem Verein auch Kollegen helfen, unterstützen, wenn sie in Nöten sind, wenn sie sich an uns wenden, kann ich versichern, dass wir die Personalien, die Daten diskret behandeln. Sie sind sicher bei uns gut aufgehoben und sie werden von uns alle Unterstützung erfahren, die sie brauchen. Das nächste ist, was man zum Bedenken geben sollte, warum gründet sich so ein Verein wie wir? In einer gut funktionierenden Demokratie würde es da gar keine Notwendigkeit geben. Auch im
Ausland gibt es mittlerweile solche Vereine oder Organisationen. Ich denke da an Spanien, Österreich, Schweiz, Italien, überall gibt es schon Kollegen und Kolleginnen, die sich in der Art, wie wir das gemacht haben, zusammengetan haben und eben auch für die Wiedererlangung der Grundrechte oder der Menschenrechte eben einzustehen. Und was mich besonders freut, ist das sind jetzt nicht nur lauter solche kleinen Lichter wie ich, sondern ich habe gerade diese Tage, das hat man gestern sehen können, ein Interview geführt, zusammen mit dem Peter Weber von Hallo Meinung. Und da war unter anderem also ich und noch der Uwe Kranz beteiligt. Der Uwe Kranz, das ist der ehemalige Präsident vom Landeskriminalamt Thüringen. Also das ist für uns wirklich ein Erfolg, wenn man mit solchen Menschen auch reden kann. Die sind auch ziemlich klar, finden klare Worte und das war bislang nicht der einzige von, vielleicht das war der höchste Rang, aber ich habe durchaus auch schon mit Führungskräften ab Dienststellenleiter aufwärts derartige Gespräche geführt und bislang sind die leider noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen, aber der Uwe Kranz, der hat schon mehrfach deutlich gesagt, was er von dem Ganzen hält und das zeigt doch, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und was mich weiterhin positiv stimmt, ist, dass das ja mittlerweile auch kritisch denkende Staatsanwälte und Richter gibt, die sich zusammengefunden haben und ebenso auch in der Art arbeiten wollen wie wir. Initiator oder Mithauptinitiator von dem Ganzen ist der Richter am Landgericht in Berlin, Peter Schleiter, bekannt auch durch diese Verfassungsklage, die er eingereicht hat. Ja, und warum geschieht das Ganze so? Wir werden seit nun mehr als einem Jahr von einer nicht grundgesetzkonformen Ministerpräsidentenkonferenz, so heißt es genau, zusammen eben mit der Angela Merkel wird uns, kann man sagen, Schaden zugefügt. Ob das in finanzieller Hinsicht ist oder auch gesundheitliches Leid. Fakt ist, dass es so nicht weitergehen kann und da muss sich was ändern. Das ist ein untragbarer Zustand, der ist auch sicherlich nicht rechtens. Da sprechen sich mittlerweile etliche Verfassungsprofis dafür aus, dass das nicht legitim ist und sonst gibt es nicht den Parlamentsvorbehalt. Ja, und das Ganze ist ja diese Woche eben in dieser Entscheidung gegipfelt, dass es ja zunächst einen verordneten Oster-Lockdown geben sollte und der ist dann wieder rückgängig gemacht worden. Unsere Bundeskanzlerin, die wollte die alleinige Verantwortung dafür übernehmen, so hat sie es gesagt, aber das kann man nicht so stehen lassen. Ich denke da an unseren Ministerpräsidenten, also da wo ich herkomme aus Bayern, unseren Markus Söder. Der trägt da genauso aus meiner Sicht die Mitverantwortung. Er war ja, so hat er es ja auch genannt, im Team Sicherheit dabei, wie er zurückgekommen ist aus Berlin. Und mir wird ja immer vorgehalten, man muss sich als Beamter, als Staatsdiener mit der Kritik ein bisschen zurückhalten. Und das muss sich in einem bestimmten Rahmen abspielen. Ich bin der Meinung, das ist schon rechtens, was ich hier mache, insbesondere wenn solche Politiker
dem Volk ja, tatsächlich auch enormen Schaden zufügen. Es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit seit über einem Jahr mehr oder weniger in der Untertanenstellung Vorlieb nehmen müssen. Die Regierenden haben scheinbar vergessen, dass wir das Souverän sind. Wir haben eigentlich zu sagen, was das Land geht. Unser System, das hat hohes Fieber, so möchte ich es mal ausdrücken. Und ich möchte es im Nachfolgenden auch schildern, warum ich da so drüber denke. Wenn mittlerweile Polizisten und Polizistinnen nicht mehr wissen, was erlaubt und verboten ist, dann krankt das System. Und ich spreche da nicht irgendwann irgendwas aus, was ich mir so ausdenke, sondern das ist ja erst jüngst wieder aus einer Gerichtsentscheidung hervorgegangen. Ich glaube, das Amtsgericht Tübingen war es, wo die Richterin ein wertvolles Urteil gesprochen hat. Und zwar ist es ja da um einen Abstandsverstoß gegangen aufgrund der Verordnung vom Land in Baden-Württemberg. Und da hat ja der geladene Polizeibeamte auch eingestanden, dass es teilweise für die eigene Kollegenschaft nicht mehr nachvollziehbar ist, was jetzt zum Anzeigezeitpunkt, zum Verstoßzeitpunkt tatsächlich erlaubt und was nicht erlaubt war. Und das ist schrecklich, das kann in einem Rechtsstaat nicht sein. Mittlerweile ist diese Corona-Schutzverordnung des Landes Baden-Württemberg, glaube ich, dann wahrscheinlich zum 24. Mal geändert worden, seit Ausrufung dieser epidemischen Lage in Deutschland, die ja keine ist. Ja, und da kann sich auch keiner mehr auskennen. Und da soll sich dann der normale Bürger noch wissen, wie er sich zu verhalten hat. Ist unser Staat noch eine Demokratie? Gerade schon zur Sprache gekommen durch die Vorredner, diese Art an Zensur, was wir erleben, diese Machtkonzentration auf wenige. Ein paar Beispiele aus der polizeilichen Praxis, was man wirklich auch mit Videomitschnitten vorgeführt bekommt, wenn ich da an eine Durchsuchung an der Demo in Dresden denke. Eine in der Szene bekannte Frau, ich nenne jetzt ihren Namen trotzdem nicht, ist da widerfahren, dass sie tatsächlich leicht begleitet durchsucht wurde, zwar von einer Kollegin, aber in unmittelbarer Nähe stand eine ganze Gruppe von männlichen Kollegen. Die haben da zugesehen, die haben sich laut Aussage dieser Betroffenen auch lustig gemacht, haben Kommentare abgegeben. Die Betroffene hat sich selber in dem Moment als vergewaltigt gefühlt. Und ja, wenn man diese Aufnahmen sieht, dann bin ich als Polizist auch, da bin ich verstört und erschrocken darüber, dass sowas jemals in unserem Staat passieren kann. Und solche Fälle muss man auch anführen und die müssen zur Sprache kommen dürfen. Oder der nächste Fall, wenn ein pensionierter Kollege, den Namen nenne ich, das ist der Kollege Karl Hilz, unmittelbar vor einer Rede in München von der Bühne von den Kollegen gezogen wird
Ja, wo sind wir da hingekommen? Haben wir hier noch einen Rechtsstaat? Ich meine, momentan ist die Gefahr sehr hoch, dass wir ihn nicht haben. Ein weiteres Beispiel von der Demonstration in Kassel. Ich nenne sie mal die Herzpolizistin. Wird wahrscheinlich jeder mittlerweile kennen. Was mit dieser Kollegin gemacht wurde zwischenzeitlich, das kann man wirklich nicht mehr nachvollziehen. Sie hat nur eine Geste gezeigt, also dieses bekannte Herz. Und sie wird mittlerweile, kurz darauf von der Presse zerpflückt worden von ihren Vorgesetzten. Ja, ist sie in der Bredouille. Und ich kann nur sagen, Kollegin, wenn du Hilfe brauchst, ich kann nur dich dazu anhalten, wende dich an uns. Wende dich an die Mutigmacher. Du hast den Aufruf, glaube ich, schon mehrfach bekommen. Ich mache es hier nochmal. Du bist wirklich hier in guten Händen. Du bekommst jegliche Rückendeckung, die du dir vorstellen kannst. So kann es nicht sein. Ja, und mit solchen Vorfällen, da wird natürlich auch das Bild der Polizei in der Bevölkerung ja schon stark in Mitleidenschaft gezogen. Das ist mittlerweile auch schon meiner Ansicht nach, und da stehe ich nicht alleine, schon geschädigt, das ewig gute Bild eigentlich von der Polizei, das man hatte. Die Beispiele vielleicht auch noch in Erinnerung zu rufen, wenn ein Polizeihubschrauber die Menschen von der Eisfläche mehr oder weniger treibt, oder wenn da Polizisten auf dem Schlittenberg rumlaufen und die Menschen zum Nachhausegehen auffordern. Das sind dann nicht nur diese Leute, die jetzt, die wenigen, die hier stehen, die das ärgert und die ein falsches Bild von der Polizei bekommen. Das sind auch ganz, ganz viele, die hier nicht stehen und die sich noch nicht zu einer Demonstration getraut haben. Das bitte ich, liebe Kollegen und Kolleginnen, mal zu bedenken, was hier abläuft. Das sind vielleicht noch, ja, harmlos kann man es eigentlich gar nicht bezeichnen, diese Beispiele. Ich blicke jetzt nochmal ins Ausland. Wenn in Spanien, in der Region Galicien, so hat ein Kollege dort geschildert, es mittlerweile ein Impfpflichtgesetz gibt. Das wird dort als Auschwitz-Gesetz von den Kollegen genannt. Und anders kann man es auch gar nicht bezeichnen, sowas. Dieses Gesetz ist absolut gesetzeswidrig. Das ist mit dem nationalen Gesetz auch nicht vereinbar, so hat der Kollege geschildert. Es wird aber in der Region angeblich durchgeführt. Da werden dann die Impfgegner tatsächlich in Lager gesteckt. Ja, so wird es gemacht. Da werden die Polizisten, die müssen das durchführen, und der sagt, die handeln natürlich zweifelsfrei rechtswidrig. Die müssen sich auch irgendwann natürlich vor anderen Gerichten verantworten. Ich denke da an den Internationalen Strafgerichtshof. Da sind mittlerweile auch, oder ist ein Verfahren losgetreten worden. Da muss sich auch wahrscheinlich dann noch der ein oder andere Richter und Staatsanwalt oder vielleicht sogar Kollege aus Deutschland verantworten. Das ist so in Spanien, das hat der Kollege im Corona-Ausschuss so geschildert, der ein oder andere wird es vielleicht gehört haben. Und es gibt auch ein Beispiel aus Italien, wenn man jetzt die Brenner-Autobahn runterfährt, da steht an jeder Autobahnausfahrt steht eine Polizeistreife, da wird jedes Auto rausgezogen und da muss dann jeder Fahrzeuginsasse einen negativen Test vorzeigen.
Und das braucht man bei uns gar nicht so weit weg reden. Das ist, wie gesagt, das EU-Ausland. Ja? Und wer weiß, vielleicht fällt unseren Regierenden fällt sowas vielleicht in wenigen Tagen auch ein. Aber das machen wir nicht mit. Jeder Polizist, jeder Staatsdiener, der solche massiven Freiheitseinschränkungen trifft und diese ganzen Maßnahmen umsetzt, den bitte ich mal, die Begrifflichkeiten Rechtsstaatlichkeit, Rechtmäßigkeit, Verhältnismäßigkeit mal zu hinterfragen, mal auf den Prüfstand zu stellen. Und dann wird er zweifelsfrei oder sie zweifelsfrei zu dem Ergebnis gelangen, dass wir aktuell nicht in einem Rechtsstaat leben, dass die Maßnahmen, die getroffen werden und uns verabreicht werden, unrechtmäßig sind und dass das Ganze unverhältnismäßig ist. Ja, es werden ja schon Stimmen laut oder die Stimmen vermehren sich nach dem Artikel 20.4 Grundgesetz. Und den muss man mittlerweile auch ansprechen, wenn also uns sowas zugefügt wird, muss man sich vielleicht dagegen wehren. Das heißt ja nicht, dass man aktiv Widerstand leistet. Es gibt ja vielerlei Möglichkeiten, wie man unserem Staat zeigen kann, dass man mit dem nicht einverstanden ist, was uns so geschieht aktuell. Ich denke da zum Beispiel an die Unternehmerinitiative im oberbayerischen Raum, wo sich zwischenzeitlich schon, glaube ich, 2000 Unternehmer angefangen von großen Betrieben bis zu kleinen Gewerbetreibern zusammengefunden haben und die, hoffe ich, bald ihre ganzen Betriebe aufmachen. Und ich hoffe, dass das möglichst viele sind. Oder zum Beispiel, dass man einfach die GEZ-Gebühren nicht mehr bezahlt. Das ist beim Corona-Ausschuss auch so schön beschrieben worden und das ist auch schlüssig, weil wenn man ein Jahr lang beleidigt wird, wenn man nur einseitig informiert wird, dann handelt es sich um Straftatbestände, dann handelt es sich um einen andauernden Vertragsbruch und für sowas braucht man kein Geld sein. Ich mache das nicht. Und ich werde definitiv tun, diesen Mahnbescheid gegen die GEZ stellen. Das ist leicht durchzuführen, das kostet auch nicht viel Geld. Und wie gesagt, eine solche Gebühr, die kann man mir nicht abverlangen. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen des Widerstandes. Viel besser ist das Geld aufgehoben, wenn man es den alternativen Medien zukommen lässt. Da gibt es ja ganz brauchbare und wertvolle Journalisten und Sender, die da unterwegs sind. Und ich persönlich kann es nur sagen, das übersteigt definitiv ein Vielfaches, was die GEZ-Gebühr ausmacht bei mir. Ja, es ist wichtig, dass wir eben auch weiterhin auf der Straße sind, dass jeder wirklich da aktiv unterwegs ist, dass er auch wirklich
mit oder andere Leute, den Nachbarn, Bekannte dazu auffordert, dass sie auch mal mit seiner Demonstration gehen. Ich stelle das vielfach fest, dass das wirklich so ist die letzten Wochen, dass ich da was tue, dass die Leute einfach kein Verständnis mehr aufbringen für das, was hier geschieht und was beschlossen ist. Und das muss eben auch so weitergehen. Das kann man nicht mehr mitmachen. Und ja, das hat zweifelsfrei nichts mit Gesundheitsschutz zu tun, was hier die hohen Politiker so veranstalten. Das ist eher ja, ein Rangmachersystem, was wir haben. Es ist sich nicht in der ganzen Zeit um die alten Menschen, um die Pflegebedürftigen, um die Behinderten gekümmert worden. Man hat nichts auf den Weg gebracht. Der Einzige, das war der, glaube ich, Oberbürgermeister Palmer, der da sich um seine alten Menschen in seiner Stadt gekümmert hat. Man denke nur dran, man hätte vielleicht die älteren Menschen, die Behinderten, würde man mit einem ausreichenden Vitamin D-Spiegel versorgen, mit ausreichenden Vitaminen, was hätten wir jetzt? Nicht dieses Problem. Und das ist auch bekannt, das ist seit 2012 bekannt, dass wir in der Bevölkerung extremen Vitamin D-Mangel haben. Das wissen auch die Politiker. Und wenn sie nichts dagegen unternehmen, dann ist das meiner Ansicht nach vorsätzliche Schädigung. Ich hätte da zum Schluss auch einen guten Tipp, wenn man bei der Systemänderung schon sind, was man machen sollte. Und zwar würde ich vorschlagen, jeder Parlamentarier, alle in den Ministerien Arbeitenden, wenn ich da schon ans Gesundheitsministerium denke, sie haben schon 700 Mitarbeiter und vielleicht noch hinten dran die ganzen Lobbyisten, das sind dann etliche Tausend in Deutschland insgesamt, die sollten mal verpflichtet werden, für mindestens ein Jahr in die Pflege zu gehen, in die Behindertenpflege zu gehen und da mitzumachen. Bedürftigen mal die Windeln wechseln oder mit ihnen spazieren gehen, sie umsorgen und dann würden sie mal selbst sehen, was sie hier veranstalten, wie schlecht es um diese Menschen bestellt ist, wie in welchem Siechtum die dahin leben, und dann würden sie vielleicht mal was ändern an der ganzen Situation. Ich wünsche und fordere auch dazu auf, dass wir weiterhin zusammenhalten müssen, dass wir uns auch nicht spalten lassen. Auch von der übrigen Bevölkerung nicht. Auch nicht, es darf auch keine Spaltung stattfinden zwischen den Polizisten und den Demonstranten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bitte da immer jeden drum, auf beiden Seiten sich friedlich und deeskalierend zu verhalten. Denn nur das bringt die Sache weiter. Und damit wäre ich am Ende angelangt. Ich wünsche euch und uns allen viel Kraft für die Zukunft. Das wird noch bestimmt lange Zeit und ein steiniger Weg, aber wir werden das schaffen. Und morgen sehen wir uns vielleicht in Pforzheim. Vielen Dank.
Ich denke, er kann ein Vorbild für uns alle sein, auch für unsere Kollegen von der Polizei. Bevor wir jetzt mit der Anne weitermachen, habe ich hier zwei ganz fantastische Damen stehen, die was ankündigen wollen. Ja, eine große Rede gibt es heute nicht von mir, da hatte ich definitiv null Zeit dafür, aber ich habe ein wichtiges Anliegen. Und das Anliegen sind wie immer mal wieder die Kinder. Und wenn ich höre und sehe, dass ab sofort, also jetzt schon durch exerziert, ich benutze ganz bewusst diesen Begriff, die Maskenpflicht auch in der Grundschule angekommen ist und die Kinder, wenn sie in der Hauptbetreuung sind, von morgens um 7:30 bis um 17 Uhr Maske tragen und die nur zu bestimmten Essenszeiten ablegen dürfen, dann ist das absolute grobe vorsätzliche Körpergefährdung und Körperverletzung. Und diese Chemiefummel, wo wir nicht wissen, was drin und drauf und dran ist, wenn einer das mal anhat, dann stirbt er garantiert nicht dran. Aber wenn jemand das ständig, und das soll ja über Monate, was weiß denn ich, wie lange uns das begleiten soll. Das kann überhaupt nicht sein, dass wir das mitmachen. Aber das Schlimmste ist, dass so viele Eltern dahinter stehen. Und wir müssen einfach noch viel mehr Informationsarbeit treiben. Ich habe gehört, dass eine Mutter sich mit anderen solidarisiert hat und sie haben eine Umfrage gemacht. Und es waren 80% der Eltern dafür, dass die Kinder 2 bis 3 Mal in der Woche getestet werden und die Maske tragen, weil Corona so gefährlich ist. Und zu den Tests brauchen wir ja nichts mehr zu sagen. Den Influenza-Test hat man früher an der Wangenschleimhaut abgenommen. Und dass man heute bis an die Siebeinplatte hochgeht, an das Dach von der Nasenhöhle, das ist einfach nicht normal und nicht natürlich. Und wenn ich Bilder sehe, dass sie das bei Säuglingen machen, dann kotze ich Entschuldigung. Und wir wollen diesbezüglich noch mehr Zeichen setzen. Und ich meine, es ist ja ganz klar, es war klar, in dem Moment, wo wir 2 bis 3 Mal jedes Kind in der Schule testen, da werden die Zahlen explodieren. Und auf dem Herweg hierher habe ich Radio Regenbogen drin gehabt. Und dann kommt einer vom Klinikum und sagt, dass die Belastung im Krankenhaus so groß ist, weil jetzt mehr junge Menschen betroffen wären. Und das Schlimme wäre, dass die jungen Menschen nicht so schwer erkranken und deshalb nicht sterben und deshalb länger im Krankenhaus wären. Ja, sag mal, wie blöd verkaufen die uns, dass sie uns ständig nur manipulieren mit angstmachenden Aussagen. Und das Beispiel vorhin von Spanien, glaubt doch nicht, dass das alleine bleibt. Was glaubt ihr denn, was die Impf-Uschi macht in Europa? Jetzt haben wir schon den digitalen Impfpass und dann wird die Impf-Uschi auch das Impfpflichtgesetz europaweit durchsetzen, wenn wir uns nicht wehren. Und deshalb wehren wir uns. Und ein erstes Zeichen ist, dass wir nächste Woche am Donnerstag die Aktion unterstützen, die in Telegram rumgeht, dass wir am Donnerstag, am 1. April, am Eingang vom Rathaus lauter Kinderschuhe hinlegen, dass wir Schilder von Kindern gemalt dazulegen, dass wir Plüschtiere dazulegen und dass ich einen Zettel an die Tür klebe und wirklich sage, wehe, es macht irgendjemand so, wie es irgendwo im Saarland war, wo sie schon gemacht habe, wo sofort Bedienstete vom Amt kamen und alles eingesackt haben in Mülltüten. Ich sag bloß, wenn das passiert, ich weiß nicht, irgendwann ist mal die Geduld zu Ende. Und gleich was zum Vormerken und eventuell schon mal an Urlaub denken. Wir wollen am Schulamt in Karlsruhe, wo genau da welche Lokalität ist, das muss ich noch rausfinden. Wir wollen aber am 15. April
Das ist der erste Donnerstag in der Woche, wo die Schulferien um sind. Da wollen wir um 11 vor dem Schulamt eine Demonstration machen, nur mit dem Thema Kinder. Und ich möchte euch einfach bitten, dass ihr das publik macht. Weil wenn wir jetzt nicht große Mengen erreichen können, wann dann? Wer dagegen noch immun ist, dass ihm das gleichgültig ist, dass Kinder geschädigt werden, nicht nur körperlich, auch psychisch, aber jetzt kommt auch noch der körperliche Schaden dazu. Das dürfen wir nicht zulassen. Sonst sind wir erst recht ein absolutes Drecksland. Dankeschön. Hi. Also ich halte jetzt keine Rede. Ich wollte nur sagen, morgen um 14.30 Uhr haben wir Demo in Landau. Offenes Mikrofon, ihr seid alle herzlich eingeladen. Also wenn jemand möchte, dann sage ich noch mein Gedicht auf. Es heißt Demokratie. Ach, wie schön es damals war, als das Grundgesetz noch war. Ach, wie schön es damals war, als der Wähler dem Politiker noch etwas wert war und der Richter mit dem Rechte noch eins war. Ach, wie schön es damals war, als die Presse unsere Regierenden kritisch sah und der Lehrer seinen Schüler noch mit Fürsorge ansah. Ach, wie schön es damals war, als der Schutzmann fing den Räuber und nicht schlug den rechten Mann und noch jeder seinen Kopf zum Denken nahm. Diese Zeit, sie war eine gute und wir nannten sie Demokratie. Danke. Kleine Sekunde, wir sind gerade am Organisieren. Und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir kämpfen gegen tausend Riesen, doch wo wir sind, sind wir viele. Und es ist kaum zu glauben, kaum zu glauben. Wir sind die, die aufrecht stehen. Sie haben
Doch wir sind aufgewacht. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe seht ihr. Wir wollen leben und lieben. Wir sind so viel mehr. Wir stehen für Wahrheit und Freiheit und Liebe. Der ist heute Morgen durch Leipzig gelaufen und hat das erste Schild gesehen, Impfpflicht ab 1.5.2021. So weit sind wir. Die prüfen das jetzt gerade nach, ob das von unserer Frau Merkel ist oder ein Scherz. Kann man sich ja selber denken. Spahn, bei Ostertreffen auch zu Hause Maske tragen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn appellierte gerade heute an alle Bürger, sich, wenn überhaupt, an Ostermoor im Freien zu treffen und in Innenräumen nur mit Schutzmasken, wenn nicht nur Personen aus dem eigenen Haushalt oder dem engsten Kreis zusammenkommen. Wir laufen Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April an seine Grenzen kommt, meinte der Christdemokrat am Freitagmorgen auf der Bundespressekonferenz. Schon jetzt seien steigende Zahlen bei den Intensivpatienten zu beachten. Es kann wieder eine steigende Todeszahl geben. Und wenn wir uns dann in Erinnerung rufen, vor 4 Tagen wollte uns die Frau Merkel über Ostern in Vollhaft nehmen. Und heute soll man sich am besten draußen aufhalten. Die deutschen Mainstream-Medien werteten den Ausspruch Merkels, die alleinige Verantwortung zu tragen, als eindrucksvolle Einmaligkeit, als Geste demokratischer Demut. Indessen erscheint es mir eher als ein eiskaltes Kalkül. Ich glaube bei weitem nicht, dass Frau Merkel und die Ministerpräsidenten in irgendeiner Weise der Bevölkerung eine Fehlentscheidung eingestehen. Eher glaube ich, dass ausprobiert wird, wie weit man mit der Bevölkerung gehen kann. Und ich denke, sie will auch als Wohltäterin dastehen. Dieses Verhalten, das ganze letzte Jahr in Zuckerbrot- und Peitschenmanier, verstärkt das Stockholm-Syndrom in der Bevölkerung. Die Regierenden spielen mit den Ängsten und Hoffnungen der Bevölkerung. Es werden stufenweise Lockerungen in Aussicht gestellt, dann kommen wieder Schreckensmeldungen. Menschlichkeit ist es nicht, was die Bundesregierung motiviert, sich gelegentlich gnädig zu zeigen. Eher handelt es sich um ein sadistisches Katz-und-Maus-Spiel. Lockerungen werden immer und immer wieder in Aussicht gestellt. Dabei wird die Bevölkerung Schritt für Schritt in einer Gehorsamsdiktatur unterworfen. Es werden immer wieder partizielle Wiederherstellung der Freiheit vorgegaukelt, die sich aber die Menschen durch neuartige und immer abstruseren Unterwerfungsrituale erkaufen müssen. Der Entschuldigung von der Frau Merkel könnte es auch eine Methode sein, die beginnende Revolte im Bundestag und in der Bevölkerung im Keim zu ersticken. Das Feuer des Widerstands schnell mit dem Fuß zu treten, bevor der Widerstand ihre Machtstruktur erreicht. So wie Frau Merkel reagierten bisher alle kommunistischen Regime, wenn sie am Ende waren.
Sie räumten Fehler ein, versprachen Verbesserungen, wiesen darauf hin, dass es keine Alternative gebe, das sagt sie ja schon ein Jahr lang, und machten weiter wie bisher und zogen keine Konsequenzen. Frau Merkels Erklärung war nichts anderes als der ungebrochene Anspruch auf ihre eigene Machterhaltung und die ihrer Gehilfen wie Spahn, Söder, Wieler, Flinten, Uschi und Co. Die Vertrauensfrage wird selbstverständlich abgelehnt. Sie zögert nicht, unbeirrt weiter zu regieren, um den Scherbenhaufen dieser Regierung schön zu reden. Wohl auch, weil diese ganze Regierung der Agenda des Great Resets von Klaus Schwab und dem Weltwirtschaftsforum folgt. Der Bundestag und die Ministerpräsidenten sind zu einer Horde von Abnickern und zu einer Spielwiese von Geschäfte machen verkommen. Nebenbei wird in 38 Minuten ein 750 Milliarden Wiederaufbaufonds durchgewunken. Die Zeit ist reif für einen radikalen Wandel. Doch die Mehrheit der Deutschen ist noch nicht zum Aufstand leider bereit. Brav wie eine Schafherde folgen sie immer noch einer Regierung, die sich im freien Fall befindet. Wir haben uns heute überlegt, oder ich habe mir überlegt, mich würde gern von euch interessieren, was ihr denkt, was es mit der Entschuldigung auf sich hat. Ich fand es wirklich spannend diese Woche. Wer mag, kann dann vorkommen und seine Überlegungen sagen. Hallo, ja, also ich würde sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Also die Frau, die diese Verantwortung übernimmt, hat gesagt, dass sie im September nicht mehr zur Wahl antreten wird. Ja? Während die anderen Leute eben weiter regieren wollen. Ja, und da ist das doch eigentlich ganz klar. Ja, wenn ich bald weg vom Fenster bin, kann ich sagen, ja, ich übernehme die ganze Verantwortung. Bloß, ich frage mich, wenn eine einzige Person sagt, ja, ich trage die Verantwortung, für was mache ich denn eigentlich diese ganze Konferenz, diese ganze Tagung? Kann ich mir eigentlich sparen, zumindest bis September? Kann ich sagen, ja, ich möchte das und das und fertig. Und noch etwas möchte ich dazu sagen. Oh Mann. Ja, warum sie das überhaupt zurückgenommen hat, das ist keinerlei Einsicht oder Empathie. Der einzige Grund, warum sie das zurückgenommen hat, ist, weil sie festgestellt hat, nachdem ihre, ja, ich sag, ja, also die Leute, die das juristisch prüfen lassen, ob das überhaupt möglich ist, das durchzusetzen, die hat ja dann gesagt, zu den, eine Ministerpräsidentin hat ja gesagt, ja, die Frau Merkel hat gesagt, sie guckt, dass sie das abklärt, dass die Juristen das absegnen, dass es okay ist. Also wir können das beschließen. Ja, und dann hinterher hieß es dann, wir kriegen da Ärger, die Juristen, die haben festgestellt, ja, das können wir leider nicht durchziehen. Hallo? Kann ich sowas nicht vorher prüfen? Bin ich hier im Kasperletheater? Sorry. Sowas muss ich vorher abklären lassen. Und wenn ich dazu nicht mehr in der Lage bin, es ist höchste Zeit, dass diese Dame die Vertrauensfrage stellt im Parlament, dass das gefordert wird. Und noch etwas möchte ich sagen. So viel ich weiß, waren vor kurzer Zeit in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg Landtagswahlen. Wer ist denn da eigentlich gewählt worden? Ist da nur ein neuer Ministerpräsident für das Bundesland gewählt worden? Oder sind da auch noch ein paar Abgeordnete gewählt worden? Was ist denn eigentlich mit diesen Leuten, mit diesen Abgeordneten? Was haben die eigentlich für eine Aufgabe? Für was haben wir die eigentlich gewählt?
nicht. Ja? Und ich kann euch nur eins sagen. Es ist wichtig, Meinungsäußerung in unserem Land ist deshalb so wichtig, weil es heißt, alle Macht im Staate geht vom Volke aus. Die Politiker sind von uns beauftragt worden, Entscheidungen zu treffen für unser Wohl. Wir haben denen die Verantwortung für wichtige Entscheidungen in die Hände gelegt, weil wir ihnen vertraut haben. Aber diese Politiker haben die Aufgabe, wenn sie Entscheidungen zu treffen, zu hören, zu beachten, was das Volk möchte, was das Volk wünscht. Ja, und nicht einfach zu überlegen, ja, stimme ich jetzt dafür oder stimme ich jetzt dagegen oder am besten enthalte ich mich, ich kriege ja meine Kohle sowieso. So, ich kann es verstehen, es gab tolle Aktionen, wo Menschen sich die Mühe gemacht haben, E-Mails zu schreiben oder Briefe. Finde ich toll. Wichtig ist, aber ich fände es gut, mittlerweile hat fast jeder Politiker einen Facebook-Channel, zumindest die Ministerpräsidenten und anscheinend auch Twitter. Und wenn ihr da den Leuten mal eure Meinung schreibt, finde ich das eine ganz gute Idee, weil das dann nämlich ganz viele Menschen sehen, was ihr schreibt. Und eine E-Mail kann ich löschen, einen Brief kann ich einfach in den Papierkorb schmeißen, am besten noch von meinen Angestellten. Aber ihr habt das vielleicht mitbekommen, heute Morgen war im außerparlamentarischen Corona-Ausschuss. Da hat ein Arzt gesprochen, der dem Herrn Söder die Meinung gegeigt hat auf Twitter. Und das hat unheimlich viele Likes bekommen. Und ihr, auch wenn ihr keine Ärzte seid oder keine hohen Ämter habt, sowas ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Meinung schreibt und dass ihr auch mal guckt, was die anderen schreiben. Ihr könnt es ja bewerten. Und sowas kann man eben nicht so einfach übersehen. Und genauso könnt ihr das auch mit den Abgeordneten machen, die jetzt erst gewählt worden sind in den Landtag. Wir haben eben nicht nur einen Ministerpräsidenten gewählt, sondern wir haben Abgeordnete gewählt. Und die haben die Aufgabe zu hören, die Menschen, die sie vertreten, und das zu lesen. Und auch die haben einen Twitter- oder Facebook-Kanal. Und ich denke, dass es bestimmt gut ist, wenn ihr denen mal eure Meinung schreibt. Ich wollte noch kurz sagen, also ich habe erfahren noch im Radio, dass ab heute wird in Deutschland wird Impfstoff an Kindern getestet. Also ich bin total schockiert darüber. Und Entschuldigung, ich wollte jetzt so lange reden, ich habe es vergessen, aber danke. Alles gut. Alles gut, herzlichen Dank. Wer mag noch? Alles gesagt. Sie hat noch gefragt. Ja, unsere begeisterte junge Frau hat alles reingepackt. Ich glaube, da fällt mir nichts mehr weiter zu sagen. Ja, danke. Ja. Eine Frage an euch alle. Nächste Woche ist kein Freitag. Machen wir trotzdem Demo oder lassen wir das Eis fallen? Einverstanden, wir machen Demo. Ja, ladet alle ein am Freitag. Vielleicht sind ja keine Gottesdienste, oder dürfen sie jetzt doch? Wissen wir alle nicht. Ladet alle ein, Freunde, Bekannte, Verwandte, alle, die dieses unsägliche Terrorregime, Gesundheitsterrorregime nicht mehr mögen. Und alle, die jetzt schwach werden und sich impfen lassen, aus was für Gründen auch immer. Ich habe dieser Tage schreckliche Erfahrungen gemacht. Menschen, die bisher so gedacht haben wie wir, lassen sich auf einmal impfen, warum auch immer. Es ist für mich unbegreiflich, was hier passiert. Entweder sind sie alle weich gekocht, es geht schon alle viel zu lang. Also, wir können. Ja, sie wollen auch in Urlaub, Anita, richtig.
Aber wir müssen versuchen, sie da rauszuholen. Und ich denke, wir haben nur eine Chance, indem wir hier uns immer wieder versammeln und draußen zeigen, dass es uns gibt und immer wieder hoffen, dass man uns wahrnimmt, weil wir haben es immer wieder festgestellt, wir sind in einer Blase und wir müssen raus aus dieser Blase, indem wir, ob wir gefragt werden oder nicht, bei Freunden, Verwandten unsere Meinung kundtun und versuchen, sie wachzurücken. Ja, macht da alle mit. Wir sehen uns am Freitag. Nee, heute machen wir Deutsch. Wir machen Deutsch oder was anderes. Wahlweise. Noch ein Lied und dann machen wir Schluss für heute. Verdammt gute Truppe. Ich
schließe die Versammlung mit der Ankündigung, dass wir heute in 2 Wochen den Film Wächst hier zeigen. Wächst? Oh, ja. Wächst. Das ist ein Impffilm. Mike, welchen? Den ersten. Wir sehen, jetzt kommt die richtige Zeit, es wird dunkel, dass man auch was sehen kann. Das heißt, wir werden in 2 Wochen auch erst um 19 Uhr hier beginnen. Ich hoffe, bei trockenem und gutem Wetter, Dunkelheit, einen guten Film. Oh, Sommerzeit. Ach, 20 Uhr? 20 Uhr. Danke, danke. 20 Uhr in 2 Wochen hier auf dem Platz. Noch deine Homepage. Ja, unsere Homepage heißt Grundrechte. Grundrechte jetzt. Und der Telegram-Kanal, den findet ihr auch, Grundrechte_jetzt. Und also spätestens morgen früh sind die ganzen Termine und dieses angekündigte, von der Karin angekündigte Schreiben an den Landratsamtschef und die OBs auf der Homepage zu finden. Wenn wir jetzt nach Hause gehen, relativ schnell hier auflösen, bitte, wenn ihr noch miteinander quatschen wollt, macht es irgendwo unterwegs, aber bitte nicht hier auf dem Platz. Sinsheim muss ich ansagen. Sinsheim soll ich ansagen, ja, wann? Genau. Also, sehr wichtiger Termin, Sinsheim, Modo Schiffmann, Sonntag, 13 Uhr, mit Aufzug, mit Demo, mit allem drum und um. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tag. Sehr wichtig für Bodo Schiffmann mit der Bewegung, was er ja, für uns alle getan hat. Und jeder soll hinkommen. Sonntag Sinsheim. Ein ganz großes. Bitte? Sinsheim in Harborn. Genau, genau. Sehr wichtig. Also, die Versammlung ist beendet. Jawohl.